Toni Pfeffer reagierte im Rahmen des Wiener Fußballkongress. Ich bin überzeugt, die Strafe wäre bei einem großen Verband nicht ausgesprochen worden. Mich macht das sauer. Arnautovic sei kein Einzelfall. Im Fußball geht es eben rauer zu. Frag nach bei Materazzi und Zidane. Im WM-Finale 2006 schickte der Franzose den Italiener mit einer Kopfnuss zu Boden, nachdem zuvor Zidanes Mutter beleidigt wurde. Da Arnautovic Gott und die Welt beschimpft hat, ist das sehr aggressiv rübergekommen. Wenn dann noch Lippenleser am Werk sind, gute Nacht, Fußball, meint Rambo, weiter. Pfeffer spielte in seiner Karriere 63 Mal für Österreich, war zwischen 1986 und 2000 Innenverteidiger bei der Wiener Austria.